Es hat mich sehr stark an meine Nahtoderfahrung erinnert. Ich kenne das Gefühl eben sehr gut, wie es ist, wenn man um sein Leben kämpft. Das habe ich ja auch so erlebt, dass ich nochmal so einen richtigen Schub mitgekriegt habe, als ich damals wieder zurückgekommen bin, also quasi wieder in meinen Körper gegangen bin. War plötzlich so eine große, ja, Liebe ist immer so ein kleines Wort, so eine ganz große Liebe da, eine ganz große Weite. Tiefgehende, spirituelle, wunderschöne Erfahrungen. Kann man die überall machen, so überall und zu jeder Zeit? Oder muss man dazu so nach Indien in ein Kloster gehen? Das kann man wahrscheinlich machen. Ich selbst war noch nie in Indien und auch noch nie in einem Kloster. Ich mache meine spirituellen Erfahrungen da, wo ich gehe und stehe. Und neulich erst ganz unerwartet auf der Autobahn. Sei gespannt. Ich hatte gerade ein ganz besonderes Erlebnis, und zwar fuhr ich auf der Autobahn Richtung Kiel. Ich hole mir gerade meine Booster-Impfung ab und in dem Moment, also ich fahre einfach auf der Autobahn, alles ganz easy, ganz normal, trinke meinen Kaffee und dann sehe ich vor mir einen Krankenwagen, da steht hinten drauf Schwerstkrankentransport. So, und ich meine, jetzt einen Krankenwagen zu sehen, das ist jetzt nicht so was Besonderes. Das ist ja immer mal wieder, dass man Krankenwagen sieht. Und der fuhr da und hat Blaulicht an. Und der fiel mir sehr stark ins Auge. Und zwar nicht so sehr, weil irgendwas an ihm anders gewesen wäre. Er war wohl ein bisschen stabiler gebaut als ein normaler Krankenwagen. Aber ich habe ja die Fähigkeit, die wir übrigens alle haben, aber ich glaube, ich habe sie vielleicht mehr kultiviert als vielleicht andere Menschen. Es stach energetisch. Also man kann ja quasi durch die normalen Augen sehen und durch die inneren Augen sehen oder durch eine Seelenaugen sehen. Also man kann Energie ja sehen oder lesen oder wahrnehmen. Und der fiel mir ganz krass auf. Und dann bin ich hinter ihm hergefahren. Hatte den Impuls, hinter dem Krankenwagen oder dem Krankentransport herzufahren, und plötzlich schossen mir ganz heftig die Tränen in die Augen, und ich merkte so, mein ganzer Brustkorbbereich ging auf, und ich musste total weinen, also mir liefen die Tränen runter, und ich habe ganz viel Dankbarkeit empfunden. Also es ist immer schwierig, solche Erfahrungen mit ganz normalen Worten zu beschreiben. Es hat ganz viel mit mir gemacht, und alleine, also ne, ich wusste, da drin ist ein Mensch, der kämpft gerade um sein Leben. So, und das hat mich so zutiefst berührt, und es hat mich erstmal berührt, auch in meinem eigenen Schicksal, dass ich kenne das Gefühl eben sehr gut, wie es ist, wenn man um sein Leben kämpft. So, und dass man eben sich nicht sicher ist, ob man die nächste halbe Stunde oder Stunde und die nächste Minute sogar überlebt. Und das hat mich so tief berührt, und ich habe einfach plötzlich so eine unfassbar große Dankbarkeit empfunden dafür, dass ich am Leben bin, dass ich überlebt habe, dass es mir so gut geht, dass ich das irgendwie geschafft habe. Und in dem Moment hatte ich das Bedürfnis, für diesen Menschen in dem Krankentransport, ja, ich möchte mal sagen, wie zu beten, also dieser Person gute Gefühle zu schicken, ihr Mut zuzusprechen, zu sagen, so, ich sehe dich, ich kann das nachempfinden, und ich wünsche dir viel Kraft. Also solche Worte habe ich dann quasi wie so ein Gebet, oder wie, ja, Gebet nennt man das, glaube ich. Genau, bin mit ihr quasi in Verbindung gegangen, und irgendwann, also ich fing ich dann noch mehr an zu weinen, und dann konnte ich spüren, dass das jetzt nicht mehr mein Schicksal war, was mich so berührt hat über die Konfrontation mit dieser Situation, sondern dass ich dadurch, dass ich in Kontakt mit dieser Person gegangen bin, auch ihre Situation spüren und wahrnehmen konnte. Und das, was mich so umgehauen hat, ist, dass da war plötzlich so eine große, ja, Liebe ist immer so ein kleines Wort, so eine ganz große Liebe da, eine ganz große Weite, ganz großes Licht. Das sind so Begriffe, mit denen ich diesen Zustand beschreiben würde. Und um diesen Krankentransport, also das wirkte so, als ob der extremst begleitet wird von welchen Kräften oder Mächten auch immer. Es war unglaublich hell. Der fuhr so wirklich so ein bisschen wie,
wie spacig, also wie so ein Spaceship fuhr der ganz, ganz, ganz langsam und ruhig im Verkehr. Sicherlich auch, weil der Fahrer extrem ruhig gefahren ist und solche Wegen sind bestimmt auch nochmal irgendwie doppelt, haben eine andere, was weiß ich, dass das nicht so wackelt, ne, für den Menschen da drin, der ja auch an Geräte und so angeschlossen ist. Und der fuhr wie so ein, also das wirkte wie eine andere Dimension. Das ist ja oftmals, wenn man solche Erfahrungen macht, dann sagt man das, boah, das ist irgendwie wie eine andere Dimension, die hier gerade, die hier gerade erleben darf, so. Und und ich konnte sehen, dass gute Kräfte um diese Person herum waren, um diesen Menschen herum waren und war wie Teil dabei. Also ich bin dann, ich hatte dann den Impuls zu überholen. Ich bin dann vor diesem kranken Wagen gefahren mit gutem Abstand, ne? Nicht, dass der wegen mir bremsen muss oder so, und hatte das Bedürfnis, dieser Situation, diesem Menschen meine Präsenz zu schenken. Das Kostbarste, was wir jemals einem anderen Menschen schenken können, ist unsere authentische, wahrhaftige Präsenz. Und ich habe einfach gesagt, ich fahr ein Stück mit dir. So, ich kenne dich nicht, werde ich auch niemals kennenlernen, aber ich fahre mit dir. Ich trage das jetzt mit, ich begleite das Ganze und ich gebe mein Puzzleteil, mein Stück in diese Situation mit hinein. Und das war sehr, sehr berührend und sehr tief. Es hat mich sehr stark an meine Nahtoderfahrung erinnert. Ich würde auch sagen, dass da die gleichen Wesenheiten anwesend waren. Ja, ich weiß natürlich nicht, was mit diesem Menschen ist, ob der jetzt gerade dabei war zu sterben, ob er im Todeskampf war oder ob kurz davor war, eine Schwelle zu übertreten oder ob die Person sich gerade für das Leben entschieden hat und nochmal so einen extra Schub Liebe, Energie, Kraft mitbekommen hat. Das habe ich ja auch so erlebt, dass ich nochmal so einen richtigen Schub mitgekriegt habe, als ich damals wieder zurückgekommen bin, also quasi wieder in meinen Körper gegangen bin. Wenn das alles so ein bisschen spooky für dich klingt, guck dir gerne mein Video zur Nahtoderfahrung an. Findest du auf dem Kanal von Franz Werner Czulnik, empirische Jenseitsforschung, und auch auf dem Kanal Thanatos. Da habe ich jeweils ein Interview zu dem Thema gegeben, wenn dich das interessiert. Und was ich einfach faszinierend finde, und ich hatte den Impuls, das eben jetzt hier mit dir, mit euch zu teilen, dass diese spirituellen Erfahrungen, die machen wir eben nicht nur in irgendwelchen Klostern in Tibet oder in Schweigeretreats oder nach 5 Stunden Meditation. Das mag da sicher auch passieren. Aber es findet eben im Alltag statt. Also ich komme gerade hier von der Baustelle. So, ich fahre gerade nach Kiel, um mich boostern zu lassen. Ich trinke hier einen Kaffee. Also es ist so, ich bin so gerade, ich überlege gerade, wer mir meinen Kleiderschrank aufbaut. Also ich bin gerade in so einer ganz verwurzelt in der ganz normalen Welt. So, ich habe Dreck unter den Fingernägeln und bin gerade so, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt nicht im Om-Modus so. Habe auch keinen geraucht, so, sondern ich bin einfach richtig krass präsent in meiner Realität, in meinem Alltag. Und spirituelle Erfahrungen, so wie diese, finden im Alltag statt. Finden auf der Autobahn von wo auch immer nach Kiel statt. Ich bin einfach unglaublich dankbar dafür und wollte das mit dir teilen, weil es so berührend war, weil es mich auch nochmal bestätigt hat in meinem Weg. Und es ist natürlich für mich persönlich auch immer ein starkes Erinnern an meine eigenen traumatischen Situationen, aber eben auch an diese Kontakte zur spirituellen Welt, die ich immer wieder machen durfte und auch heute noch machen darf, also jetzt eben gerade machen durfte. Und das ist einfach unfassbar wertvoll. Es überrennt mich jedes Mal komplett. Es sind Dinge, die ich mir so nicht vorstellen kann, die erlebe ich, die unglaublich berührend und wunderschön sind. Und ja, also es hat mich nochmal bestätigt, auch weiter für mich weiterzugehen, die Projekte umzusetzen, die ich umsetzen möchte. Und vieles von dem, was ich erlebe, das teile ich auch in meinen Membership-Programmen, in meinen Ausbildungsseminaren, Into the Light, praktische Spiritualität. Also es gibt verschiedenste Wege, wenn dich das Thema ruft, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du solche Erfahrungen machst und sie nicht richtig interpretieren kannst oder wenn du sie gerne machen möchtest, aber vielleicht irgendwie auch Angst davor hast oder so, dann wende dich gerne an mich. Es gibt verschiedenste Kanäle, wie du mit mir auch in Kontakt treten kannst. Ja, und enden möchte ich dieses Video mit dem Satz, dass das Leben einfach unfassbar wertvoll ist. Und
Wir dürfen uns das immer wieder vor Augen führen und müssen nicht warten, bis es irgendwann vorbei ist, um diese Herrlichkeit dieses Lebens und diese unglaubliche Unterstützung, die wir auch bekommen, auch durch höhere Wesenheiten, egal wie man die jetzt nennen möchte, diese Erfahrung dürfen wir zu Lebzeiten machen und nicht erst, wenn wir irgendwann ja, unseren Körper verlassen. Jetzt gehe ich zum Boostern mit dreckigen Fingernägeln. Ich hoffe, man sieht nicht allzu sehr, dass ich geweint habe. Er denkt noch jemand, ich hätte Corona oder so. Who knows? Whatever. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Alltag. Mal sehen, was ich weiterhin für Begegnungen machen werde.